Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, Kolleginnen und Kollegen! Der internationale Straßentransport basiert auf Subunternehmerketten mit osteuropäischen Firmen oder westeuropäischen Unternehmen, die dort selbst Filialen und teilweise auch nur Briefkastenfirmen gründen. Die Arbeitsbedingungen sind entsprechend katastrophal, die Löhne sind schlecht und werden dann noch zum Teil mit den Späßen verrechnet. Immer wieder bekommen die Fahrerinnen überhaupt keinen Lohn. Das hat der Streik auf dem Rastplatz Gräfenhausen gezeigt. Die Kraftfahrerinnen leben teilweise über wochenlang in ihren Fahrzeugen unter miserablen Bedingungen auf den Rastplätzen. Das alles geht gar nicht. Sie haben ordentliche Löhne und gute Arbeitsbedingungen verdient. Und dazu passt, dass wir heute zwei EU-Richtlinien umsetzen. Wir regeln endlich das Entsenderecht für den Transportbereich, also wann wird Mindestlohn bezahlt und wann eben nicht. Wir stellen gesetzlich klar, dass beispielsweise die Ruhepausen zu den Mindestarbeitsbedingungen gehören, und wir schaffen ein digitales System für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Das wird die Situation der Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer tatsächlich ein Stück weit verbessern. Das Gesetz ist heute also gut, die EU-Richtlinie für den Straßenverkehr aber definitiv nicht. Der Mindestlohn muss beispielsweise nicht bezahlt werden, wenn die Kraftfahrerinnen bilateral zwischen Bulgarien und Deutschland hin und her fahren. Dann gilt der bulgarische Mindestlohn, und der beträgt gerade 2,41 €. Kommt bei der Tour ein Staat dazu, beispielsweise Rumänien, dann muss der deutsche Mindestlohn bezahlt werden. Wird aber bei dieser trilateralen Fahrt auf dem Hin- und Rückweg jeweils nur eine Lieferung oder auf dem Hinweg keine und auf dem Rückweg dann aber zwei Lieferungen in Rumänien durchgeführt, dann wiederum gilt der Mindestlohn dann doch nicht. Weitere Ausnahmen sind Leerfahrten und der reine Transitverkehr. Das zeigt, das Entsenderecht besteht eigentlich fast nur aus Ausnahmen. Das ist nicht nachvollziehbar und vor allem so kompliziert, dass es kaum noch zu kontrollieren ist. Diese EU-Richtlinie ist einfach nicht akzeptabel. Mein Fazit: Das Gesetz heute ist gut, die EU-Richtlinie muss unbedingt verbessert werden. Wir wollen gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort, auch für den internationalen Straßentransport. Das soziale Europa muss auch tatsächlich sozial ausgestaltet sein, und dafür werden wir uns weiter einsetzen. Vielen Dank.